Ich lese das Solinger Tageblatt von Freitag, den 13. Dezember 2019. Bitte sehr. Und ich lese eine DPA-Meldung auf der Titelseite. Johnson hat freie Bahn für den Brexit. London. Die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson hat bei der Wahl in Großbritannien einer Prognose zufolge die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament gewonnen. Das berichtet der Sender BBC nach Schließung der Wahllokale am späten Donnerstagabend. Johnson kann mit einer klaren Mehrheit rechnen. Die Tories haben demnach 368 von 650 Sitzen gewonnen. Die Labour-Partei kam nach der Prognose auf 191 Mandate. Damit hätte der Regierungschef, der zuletzt keine Mehrheit im Unterhaus hatte, freie Bahn für seinen Brexit-Deal. DPA. Tschüss.